Los geht's! Kleiner roter Traktor ist überall bekannt. Mit Jan am Lenkrad zieht er übers Land. Er ist kein Riese, aber mutig stets. Kleiner roter Traktor, los geht's! Schleppi, Flitzer und der große Blaue sind mit ihm gern unterwegs. Kleiner roter Traktor, los geht's! Hier haben wir's. Ich glaube, da liegt das Problem. Halt still, kleiner roter Traktor. Ich muss die Lichtmaschine lösen und nach dem Keilriemen sehen. Das war's. Ich glaube, es ist besser, wir fahren in die Werkstatt und besorgen einen neuen Keilriemen. Für alle Fälle. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's. Hallo, Herr Junker. Guten Morgen. Das passt ja gut. Ich kann mich jetzt sofort um den großen Blauen kümmern. Fabelhaft. Oh, und nicht vergessen, Nicola, ihn nach der Inspektion schön zu polieren. Klar, mache ich. Er muss tipptopp aussehen. Dann bekomme ich den besten Preis für ihn. Den besten Preis? Sie denken doch nicht daran, ihn zu verkaufen. Doch, das tue ich. Ich bekomme nämlich einen neuen Traktor. Was? Das können Sie nicht tun. Doch, das kann ich. Sehen Sie mal hier. Das ist das neueste Modell, der 501er. Aber der große Blaue ist doch ein toller Traktor. Und er ist mehr als nur ein Traktor. Er gehört doch zur Gemeinschaft. Es ist der 501er. Das ist, als würde man einen Freund verkaufen. Was wäre, wenn wir Sie verkaufen würden? Würden wir nicht viel für kriegen. Oh, ich habe mir schon gedacht, dass Sie das nicht verstehen würden. Ich meine, schauen Sie sich hier doch mal um. Hier wurde seit Jahren jeder Fortschritt vermieden. Also bitte. Sie müssen mehr mit der Zeit gehen. Und weil wir gerade vom Gehen reden, ich muss jetzt los. Könnte mich vielleicht jemand von Ihnen nach Hause fahren? Hm? Hallo, Herr Junker. Wo ist der große Blaue? Hallo, Jan. Der ist in der Werkstatt und wird für morgen auf Vordermann gebracht. Es ist ja alles so aufregend. Wieso? Was passiert denn morgen bei ihm? Ich verkaufe ihn. Sie wollen den großen Blauen verkaufen? Ja. Sehen Sie, das ist das neueste Modell, der 501er. Aber der große Blaue ist doch ein guter Traktor und so gut wie neu. Ach, vergessen Sie es. Wenn ich mir Ihren alten Traktor so ansehe, hätte ich mir eigentlich denken müssen, dass Sie das nicht verstehen. Hören Sie, ich bin ein bisschen in Eile und könnten Sie mich vielleicht mitnehmen? Nein? Keine Sorge, mein Junge, wir lassen dich nicht einfach verkaufen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ihr habt es wohl schon gehört. Das können wir nicht zulassen, Jan. Ich bin ja ganz deiner Meinung, aber der große Blaue gehört nun mal Herrn Junker. Wenn wir ihm doch nur klar machen könnten, was für ein besonderer Traktor das ist. Das ist es. Walter, du bist ein Genie. Das sag ich euch schon seit Jahren. Ich hab einen Plan, aber dafür müssen alle mithelfen. Seid ihr dabei? Ja. Verlass dich drauf. Was für ein Plan ist das, Jan? Walter, du musst zuerst Schleppi und dann dich selbst verstecken. Wir sagen, ihr hättet was Dringendes zu erledigen. Danke, dass Sie gekommen sind, Stumpi. Ich kann ohne den großen Blauen nicht allzu viel schaffen. Wo ist er denn heute? Ich darf jetzt nur nicht Stumpi auch noch gegen mich haben. Ich brauche seine Hilfe. Naja, er macht Urlaub. Urlaub? Ja, Traktorenurlaub mit anderen Traktoren. Naja, warum auch nicht? Also, womit soll's losgehen? Tja, ich dachte, wir fangen mit dem Pflügen an. Ich glaube, das hier ist der perfekte Platz, um unseren Plan durchzuführen. Es ist schön und geschützt hier. Ich glaube nicht, dass hier sonst irgendjemand vorbeikommt. Dieser Baumstamm ist vielleicht doch ein bisschen zu schwer. Gut, wenn du meinst, dann nehmen wir ihn. Das ist wirklich eine echte Herausforderung, wenn der große Blaue dann hier ist. So müsste es gehen, Stumpi. Na dann los. Hopp, hopp. Tja, das sieht nicht gut aus. Das schafft er nicht. Ja, ich glaube, der große Blaue hätte in der Zeit schon den halben Acker umgepflügt. Und ich glaube, dass sie unsere Hilfe nicht länger brauchen. Fahren wir eben wieder nach Hause. Oh, nein. Natürlich brauche ich Ihre Hilfe. Ich weiß, wenn wir den Pflug hochheben, dann schrammt er nicht mehr so auf dem Boden entlang. Gute Idee. So.
Herr Junker? Ja? Das hat uns nicht weitergeholfen. Und hier haben wir einen nagelneuen Luftfilter. So, und jetzt kommt mein Teil, um den Plan zu verwirklichen. Ich verstecke Schleppi. Was für ein Plan, was für ein Plan. Oh, keine Sorge. Jans Pläne klappen immer. So, das hätten wir. Also gut, kleiner roter Traktor, bist du soweit? Dann zieh! Komm schon, kleiner roter Traktor! Gut gemacht! Tolle Leistung! Und jetzt müssen wir nur noch Herrn Junker herholen. Ich bin nicht sicher, ob das eine so gute Idee ist. Ach, wenn wir die Strohballen aus der Scheune in die Sonne schleppen, dann werden sie in 0, nichts getrocknet sein. Na gut, fangen wir an. Gut gemacht, Flitzer. Bist stärker, als du aussiehst. Hilfe, Hilfe! Sie hatten wohl recht, Stumpi. Es war doch keine so gute Idee. Ist es so, wie es aussieht? Ja, ist es. Kann mir hier bitte mal jemand raushelfen? Kein Problem. Der kleine rote Traktor und ich haben dich da ganz schnell befreit. Oh, Herr Junker, ich brauche Ihre Hilfe. Da hinten am Eulenwald blockiert ein Baumstamm den Weg. Wir wollten ihn wegziehen, aber der kleine rote Traktor ist nicht stark genug. Der große Blaue hat damit ganz bestimmt kein Problem. Ja, ich habe mir auch gedacht, dass Sie beide es schaffen würden, den Weg freizuräumen. Ich meine, wenn es mal einen Notfall gäbe und jemand müsste da plötzlich durch? Sie haben recht, im Notfall käme da niemand durch. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, genau. Ich hole den großen Blauen. Keine Sorge, wir haben alles im Griff. Aber ich dachte, der große Blaue würde Urlaub machen. Urlaub? Ja, so ein Traktorenurlaub zusammen mit anderen Traktoren. Warte, wir werden dich da jetzt erstmal rausholen. Du musst dir ganz schön den Kopf gestoßen haben. Nikola! Ich brauche den großen Blauen. Jetzt sofort. Es ist ein Notfall. Ein Notfall? Ja, ein Notfall. Der große Blaue und ich sind die Einzigen, die die Situation noch retten können. Tatsächlich? Ja, ja. Jans kleiner roter Traktor ist dafür viel zu schwach. Oh. Ich bin gerade mit ihm fertig. Sehen Sie, Sie können sofort los. Fabelhaft. Fahr los, großer Blauer. Viel Glück. Der Retter naht. Sieht aus, als würde Jans Plan funktionieren. Schön langsam, kleiner roter Traktor. Danke, Jan. Immer gern. Und dir danke ich auch, kleiner roter Traktor. Wir wollen mal sehen, was Herr Junker inzwischen macht. Kommst du mit? Oh nein, mir war das genug Aufregung für einen Tag. So, jetzt kann's losgehen. Ausgezeichnet, Herr Junker. Das schaffen Sie. Natürlich schaffen wir das. Und weiter, großer Blauer. Haha, wunderbar. Gut gemacht, glänzend. Haben Sie das gesehen, Jan? Gute Arbeit. Das war ein sehr schwerer Baumstamm. Ach, das war ein Kinderspiel. Der große Blaue ist ja so stark und mit mir am Lenkrad. Haha, zusammen sind wir riesig. Ist zu schade, dass Sie ihn verkaufen wollen. Oh nein, ich habe meine Meinung geändert. Zwei Gewinner sollten sich nie trennen. Und der 501er? Na ja, ich glaube, Sie hatten alle recht. Der große Blaue ist mehr als nur ein Traktor. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen, aber nun, ich habe ihn im Laufe der Zeit richtig lieb gewonnen. Sie meinen, er ist für Sie mehr ein Freund als nur ein Traktor? Ja, genau das ist er. Ein Freund. Oh, ich verstehe das sehr gut. Ich wüsste auch nicht, was ich ohne meinen Freund machen sollte, meinem kleinen roten Traktor.